Sie entfliehen dem Winter und suchen die Sonne auf Italiens deutschestem Campingplatz. Man muss eben halt da hinterher sein, dass es ein bisschen deutsches Flair hat. Leben in der Fremde und doch ganz wie daheim. Italiener vielleicht waschen zweimal im Jahre und Deutsche waschen zweimal in Woche. 5 Monate auf 15 Quadratmeter Wohnmobil an der Sonnenküste Kalabriens. Ich habe noch ein paar Meter und dann haben wir es geschafft. Genau. 3 Tage Fahrt und rund 2000 Kilometer haben Georg und Herma Winkler aus Leverkusen schon hinter sich. Ihr Ziel, ein Campingplatz am Golf von Tarent. Ja, wir sind jetzt zum 5. Mal hier unten und sind den Schnee sehen wir leid. Ich habe früher genug Schnee gehabt, das heißt wir beide eigentlich. Und sind in der Regel so von Ende Oktober, Anfang November bis Mitte März, Ende März sind wir hier unten und haben hier unten eine sehr schöne Zeit. Früher war er Heizungsmonteur, sie angestellt im Einzelhandel. Kinder haben sie keine. Ihre 3-Zimmer-Wohnung tauschen die Winklers jeden Winter gegen das Wohnmobil. Hast du das große Loch gerade wieder gesehen, Georg? Ja, wir sind wie vorher. Nichts hat sich getan, obwohl im letzten Jahr war das ja relativ gut gemacht. Ich weiß nicht, ob der Asphalt nichts taugt, den sie hier nehmen. Ja Georg, schau mal, Onda Azzurra. Das Ziel ist erreicht. Onda Azzurra ist einer der wenigen Campingplätze Kalabriens, die auch im Winter durchgehend geöffnet haben. Hier stehen alle Wohnmobile in Reih und Glied. Hier überwintern fast nur Deutsche. Der Stellplatz ist fest gebucht, die Nachbarn seit Jahren dieselben. Ich fand diesmal bei der größten an. Hallo. Oh. Alles klar? Ja, Maggie, ist ja gut. Super Fahrt gewesen, war toll. Ist klasse, ja gut. Gut durchgekommen, kaum Stau und vor allem Bombenwetter. Petra war vor einigen Jahren noch ein Mann und ist die gute Seele des Platzes. Sie lebt hier fast das ganze Jahr. Es ist wichtig, wenn man drin kochen tut. Du hast tut. Das wie auf Weil wenn es schräg steht, dann ist das Fett in der Pfanne immer auf einer Seite, auf der anderen Seite brennt es an. Das sind so die kleinen Erfahrungen, die man im Wohnmobilleben eben macht mit der Zeit. So, steht. Passt, wackelt, hat Luft. Jetzt bleibt er erstmal für gut 4 Monate hier stehen. Herma sortiert erst einmal die Lebensmittelbestände. Wir trinken halt gerne deutschen Kaffee, den wir dann mitnehmen. Oder Rotkohl kriegt man hier noch nicht. Mittlerweile vielleicht auch schon, weiß ich nicht. Und dann Kartoffelknödel, damit man die nicht selber machen muss, nehmen wir auch so eine Packung mit und das ist es dann halt. Ne? Draußen wird mit Nachbarschaftshilfe aufgebaut. Wenn man ein halbes Jahr hier ist, dann macht man das doch schon sorgfältiger, weil es muss hier auch stabil sein, halten. Und man kann auch immer noch mal nacharbeiten, wenn es nicht ganz geklappt hat. Nee, die meine ich nicht. Der eine baut, die andere kontrolliert. So ist die Arbeitsteilung. Jörg, wenn du das weiter rüberziehst, ist das Fenster bedeckt. Ja, das soll ja auch bedeckt sein. Nein. Ach, frei meinst du? Nein, so soll es sein, genau. Ja, ich muss das aber noch fixieren, ne? Und so, das. So, jetzt kommt einmal quer eine Stange. Ja, genau, das soll im Vorzelt sein, damit wir das da auch aufmachen. Ich bin zwar klein, aber das Kommando habe ich. Doch auf Onda Azzurra hat nur einer das Kommando. Und das ist der Platzwart Dieter Eifert. Ach, der Dieter! Grüß dich! Hallo. Ja, ich bin auch erst kurz wiedergekommen. Ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Grüßt euch! Dieter, hallo! Na, und? Klappt's? Und wenn's zusammen klappt, ja, seid ihr schon ziemlich fertig, ne? Ja, so und Fahrt, alles in Ordnung? Doch, wunderbar. Ja, wollen wir mal schauen? Ja, klar. Komm, dann gehen wir mal. Was? Seit 18 Jahren ist der Hesse hier. Er sorgt dafür, dass hier alles so läuft, wie es die Gäste wünschen. Hier vorne haben wir so einen Weg gemacht für die AOK-Schuppe, weißt du? Ja, habt ihr da keine Angst, dass ihr da beim Auto drauf fahren? Für die AOK-Schuppe und für diese Gehhilfen da, weil wir doch eben im Winter viele ältere Leute haben und die können in dem Split hier nicht fahren. Deswegen haben wir jetzt hier so einen Weg hinaus gemacht. Ja.
Mit Erstaunen stellen die Neuankömmlinge fest, dass sich ein Däne in die deutsche Enklave verirrt hat. Ich weiß nicht, ob sich die Ausländer hier wohlfühlen. Ich habe sie an und für sich noch nicht gefragt. Aber ich habe vereinzelte dabei, wo auch öfters wieder mal kommen und so. Also gehe ich von aus, dass es mir gefällt. Und dann muss man ja auch dazu sagen, bei uns die Winterpreise, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das toppt ja keine. Eben, genau. Ja, das toppt ja keine. Ich denke sieben, mal, dass die sich auch pro Einheit, fühlen. Pro Einheit 7 Euro und Strom extra. Weil die kommen auch immer gleich in Kontakt. Ja. Wir haben Norweger im letzten und im vorletzten Jahr gehabt. Und die sind gleich in die Gemeinschaft mit aufgenommen worden. Ja. Ne? Also da sind überhaupt keine Berührungsängste. So. Rund 300 Euro kostet der Stellplatz für Wohnmobil inklusive Strom und Wasser im Monat. Und man muss nicht frieren, denn selbst im Winter sinken die Temperaturen hier tagsüber selten unter 15 Grad. Rund 120 Deutsche überwintern auf Onda Azzurra. Im heißen Sommer kommen fast nur Italiener. Für Georg Winkler schon ein Ritual. Noch am Ankunftstag wird angebadet. Ja, das ist unser Strand. Zu Hause sind sie am Bibbern, wahrscheinlich schieben sie schon Schnee und wir gehen hier baden. Mal gucken, wie warm oder wie kalt das Wasser ist. Ja, 20 Grad haben wir noch. Platzwart Dieter Eifert ist schon wieder bei der Arbeit. Man muss eben halt dahinterher sein, dass alles schön ist, dass die Hecken geschnitten sind, dass die Wege schön sind, begradigt sind und so, dass es bisschen, auch ein bisschen deutsches Flair hat. Ja, obwohl das Italienische sollte ja durchschlagen. Das ist ja eine wunderschöne Ecke hier. Ein Stück Heimat unter der Sonne Italiens. Das ist die Mischung, die die Camper so lieben. Im nur 15 Minuten entfernten Corigliano gibt es heute Abend ein kleines Stadtfest. Viele der Camper fahren im Dunkeln nicht so gerne durch die engen Gassen. Petra hat einen Bus organisiert, sodass alle pünktlich und sicher ankommen. Es steht hier, Beginn 18 Uhr, aber es könnte sein, das ist vielleicht nicht deutsche Uhrzeit, sondern kalabresische Uhrzeit, 18 Uhr. Garantiert eine Stunde später. Doch 10 Minuten vor der Zeit ist eben nur des Deutschen Pünktlichkeit. Der Festplatz an der Burg von Corigliano ist noch für Besucher geschlossen. Kein Einlass für Petra und ihre Truppe. In Italien gehen die Uhren einfach anders. Ja, es war irgendwo eine Unklarheit. Auf dem Plakat steht 18 Uhr, Beginn, und so war es letztes Jahr auch. Und so wie mir der freundliche Herr gesagt hat, müssen wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde warten. So vergeht eine halbe Stunde nach der anderen. Nach knapp 90 Minuten reicht's den Ersten. Er hat gesagt, wir gehen jetzt zurück ins Wohnmobil und trinken unser schönes Fläschchen Wein im Wohnmobil. Ne? Okay, also, ciao. Ja, den muss man aber nicht. Also, tschüss. So, machen wir uns Richtung Heimat. Ne? Petra versucht noch einmal ihr Glück. Ohne Erfolg. Um die Zeit zu überbrücken, besichtigen die Camper die nahe Kirche. Die hat wenigstens offen. Barocker Glanz, Stadtvolksfest. Dann endlich ist es soweit. Nach fast 2 Stunden Warten dürfen die Deutschen auf den Festplatz. Wir sind ein Stückchen weitergekommen. Mal schauen, was als nächstes drankommt. Erstmal ans Buffet. Bianco. Lang am Warten
hat's doch noch geklappt. Und so langsam trudeln auch die Italiener ein. Der nächste Morgen. Er beginnt mit Petras Tai-Chi-Kurs. Dreimal die Woche gibt sie ihn, ehrenamtlich und unentgeltlich, wie alles, was sie tut. Sie ist Fitnesstrainerin, Reiseleiterin, unentbehrlich für die Camper. Die 66-Jährige wurde nicht als Frau geboren. Hier auf Onda Azzurra hat sie ihr Zuhause gefunden. Der Geist, der uns allen beisteht. Sie will sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Sie hält sich zurück. Und doch läuft nichts ohne Petra. Ja, es ist bestimmt der eine oder andere dabei, der das also nicht so akzeptiert. Aber der wird von uns allen niedergemacht. Die Petra, auf die lassen wir nichts kommen. Die Vögel fliegen und die Zeit vergeht. Das Wohnmobil der Winklers ist nicht mehr mobil. Für den täglichen Einkauf haben die Leverkusener ja ihr Auto. Heute geht's in den 45 Minuten entfernten Ort Rossano, denn da ist Wochenmarkt. Schade, dass das Wetter heute nicht so gut ist. Tutto in euro, tutto di regalo, tutto di regalo, solo per oggi. Tütenklammern, wo man Tüten verschließen kann. So Klipse. Accendi. Kein Feuerzeug. Spielatrice, là dentro. Das Schöne an den Märkten hier in Italien ist, dass man wirklich noch einzelne Ersatzteile bekommt. Das ist was fast früher wie in Ostdeutschland. Da gab es dann eben auch hier, das sind so Filtereinsätze für die klassische Kaffeemaschine. Das sind alle verkauft. Italien zum Anfassen und Schmecken. Oder nur zum Schauen und Appetit sammeln. Ich gehe mal davon aus, dass der Käse aus den Bergen kommt oben, von irgendwelchen Bauern. Und das ist also auch regionale Ware hier. Ne? Man stöbert immer gerne über den Markt drüber und gucken dann. Und wenn man was benötigen, dann holen wir das bei uns dann oben in Sibari oder im Corigliano. Ne? Zum richtigen Einkaufen geht es also zurück nach Corigliano. So, da sind wir wieder. Ja, kriegt man fast Heimatgefühle, ne? Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Backshop. Ja, toll. Ganz neu, kennen wir noch nicht. Kannst du auch anders einkaufen, aber das geht dir ganz gut. Warum was Italienisches, wenn es auch das Bekannte gibt? Wenn man was sucht, man braucht nicht lange suchen, ja. Weil es bei uns ist wie bei uns. Ja, können wir irgendwann mal einen Bratwurstabend machen, oder? Ja, so, müssen wir mal gucken. Genau. Wir warten gut, jetzt. Typisch deutsch jetzt. Das Bier darf hier nicht fehlen. Und wir müssen ja auch Gäste einladen und ein bisschen bewirten. So. Doch die Zeiten, als in Süditalien alles billiger war, sind lange vorbei. Von den Preisen her ist das hier unten wie zu Hause. Das nimmt sich nicht viel. Das eine ist etwas teurer, das andere etwas preiswerter, aber es geht gut. Auf Onda Azzurra gibt's immer was zu tun. Ein Italiener, der sein Wohnmobil hier untergestellt hat, wird morgen ankommen. Der Service des Platzes, Grundreinigung. Auch Roberto Milone, der Besitzer des Platzes, fasst mit an. Dieter Eifert hat schon für Robertos Schwiegervater gearbeitet. Für die Leute, die hier das ganze Jahr ihr Wohnwagen abstellen oder Wohnmobile abstellen, und wenn die jetzt schmelzen, dass sie kommen und dann kriegen sie den Service gemacht, dass sie gewaschen kriegen und kriegen auf ihre reservierten Plätze gestellt. Wenn es Molto Brugia Probleme. 1996 kam Dieter zum ersten Mal nach Onda Azzurra.
Der Besitzer bot dem ehemaligen Hausmeister sofort den Job als Platzwart an und Dieter ist geblieben. Roberto hat auf dem Platz Deutsch gelernt und auch die deutschen Eigenheiten. Egal, aber Italiener vielleicht wasche zweimal im Jahre und Deutsche waschen zweimal in Woche. Dann Deutsche, wenn regnet, jeden Tag wieder waschen, wieder waschen. Italiener macht nicht so viel. Georgs Nachbar Hermann aus München plagen Schmerzen. Wir müssen jetzt zum Doktor, zum Hautarzt. Und Petra kommt mit, weil die übersetzt uns. Petra ist die einzige Deutsche auf dem Platz, die Italienisch spricht. Ja, Petra, ich bin soweit. Fahrst du vor? Fast täglich dolmetscht sie für ihre Mitcamper. Im nahegelegenen Corigliano gibt es alles, was der Camper braucht. Auch einen Hautarzt. Hermann quält seit Wochen eine Gürtelrose und Dr. Luigi Gardi soll helfen. Er gibt dir etwas stärker. Sollst du es mal absetzen? Mal abgesehen von der Sprache ist der Arztbesuch für Hermann schon Routine. Bezahlt wird Cash. Nein, ich zahle das und schicke das dann der Krankenkasse und dann kriege ich das wieder auf mein Konto. Das ist auch problemlos. Die Deutschen sind wirklich angenehme Patienten. Sie sind pünktlich und nehmen auch ihre Medikamente gewissenhaft ein. Nein, ich kann wirklich nur Gutes über die Deutschen sagen. Die Schwiegermutter vom Platzbesitzer ist gelernte Krankenschwester und gibt Hermann nun täglich eine Spritze. Ich wüsste nicht, wo man in Deutschland so versorgt ist vom Platz her. Gibt's ganz, ganz wenige Plätze, wie wir hier trotz Sprachschwierigkeiten versorgt sind. Ausflugstag auf Onda Azzurra. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ich wünsche euch alle eine gute Reise und viel Vergnügen. Danke. Alle paar Wochen organisiert Petra für die Camper eine kleine Fahrt ins Umland. Herzlich willkommen zu unserer Reise nach Matera. Die Stadt der Sassi, das sind die Felsen, und die Stadt der Höhlenwohnungen. Das Schöne an der Sache ist natürlich, da die meisten, die mit Mummel hier unten sind, das Feststehen haben und haben auch nicht alle ein Auto mit und es werden dann halt hier eben auch Reisen angeboten oder Fahrten. Ne? Erstmal in der Gemeinschaft ist es schöner, interessanter, weil man hat mehr Ansprechpartner und mit dem Wohnmobil irgendwo hinzukommen ist manchmal ganz schön schwierig, weil die Dörfer sind ja alle ein bisschen klein und eng. Da ist so ein kompakter Reisebus schon praktischer. Ziel des Ausflugs, eine der ältesten Städte der Welt, Matera. Schon in der Jungsteinzeit waren die Höhlen hier bewohnt. Unzählige Spielfilme wurden in Matera gedreht. Petra übernimmt die Führung. Wir stehen jetzt praktisch oberhalb der Sassi, der alten Wohnungen, und unter diesen Häusern sind sehr viele Höhlen. Also hier dieser alte Teil von Matera ist praktisch unterirdisch wie ein Schweizer Käse. Den deutschen Campern gefällt's. Das ist ganz toll hier, das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, wenn die Sonne so schön drauf scheint, das ist klasse. Aber auch hier ist die neue Zeit angekommen, überall Satellitenschüssel. Sieht schon lustig aus. Warum nicht einfach mal ein paar Tage bleiben und das Angebot eines Höhlenhotels nutzen? Wir haben ja unser Wohnmobil. Ja. Das ist was anderes. Das ist die rustikale Art.
aber das ist, hat eben keine Räder drunter. Das ist ein Nachteil. Für einen echten Camper sind Hotels einfach nichts. Andenken schon. Matera cavioso, bainai, questo terracotta. Ja, das ist genau die. Tutto calcoi, barisano di là, cavioso. Die Kulisse. Große Teile Materas sind einfach in den Stein gehauen. Bis Ende der 60er Jahre haben Menschen noch in den Höhlen gewohnt. Dann wurden sie umgesiedelt. Zu hart war das Leben in den immer feuchten Behausungen. Die Gruppe besichtigt eine. Das ist ja im Vergleich zu heute überhaupt keine, kann man sich gar nicht vorstellen, wie die früher gelebt haben. Im Wohnmobil, da hat man alles und hier nur das wirklich Allernotdürftigste. Ne? Und ist schon erstaunlich, dass man damit zurechtgekommen ist früher. Die Winklers interessieren sich für Land und Leute, aber viele Camper bleiben lieber auf Onda Azzurra. Wenn man es so sieht hier, also die Kultur, die erschlägt einen ja fast. Aber da ist leider nicht jedermanns Sache. Und die ganzen Tage so auf dem Campingplatz, das wird dann irgendwann langweilig. Auch wenn das Wetter schön ist, sollte man auch doch mal eine Tour machen. Irgendwo in die Berge oder halt eben, ne? Ja. Am nächsten Morgen macht der ewige Sommer Süditaliens mal Pause. Im ganzen Mittelmeerraum war ja heute Nacht schwere Regenfälle. Jetzt muss ich erst mal schauen, haben verschiedene Leute keinen Strom, weil was sehr wahrscheinlich die Kabel wieder im Wasser liegen. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Winklers Nachbarn hat's erwischt. Alles batschnass. Also hat der Sturm das Wasser dann eigentlich? Das ist hier das. Da steht das Wasser drin. Im Föhn macht das Ding trocken. Blas von beiden Seiten hier rein, richtig. Und dann geht's. Hier steckt dein Stecker rein. Für dich ist das Kabel lang genug. Und du machst Trockenmaschine. Maschine kaputt, Reparatur fahre ich. Siehst du? Wird schon warm. Sieht gut aus. Der 69-Jährige muss weiter auf Kontrollgang. Kannst du nur noch den Kopf schütteln. Ja. Gammel ist es da rum. Meistens Vandalismus. Auch bei älteren Leuten, die hier sind, ist nicht nur so, dass es bei Jugendlichen vorkommt, auch bei älteren Leuten haben ja manchmal das mutwillig, was kaputt gemacht wird. Das ist schon immer so, das wird ja wahrscheinlich immer so bleiben. Also auf dem Campingplatz gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das ist immer auch meine Rede, viele Charaktere bei vielen Menschen und so, da bleibt nichts aus. Bei den Winklers aus Leverkusen beginnt jetzt das tägliche Arbeitsprogramm. Das weiter hochkrabbeln. Also ein bisschen ordentlich muss es ja auch hier im Wohnmobil aussehen. So, ein bisschen. Es ist halt anders als zu Hause. Hier muss man organisierter sein, weil hier hat alles seinen Platz. Und ich habe zum Beispiel, wenn wir frühstücken, wir haben unsere Platzdeckchen, haben wir hier unten drunter. Die werden dann hier auf den Tisch gelegt und so beginnen wir unser Frühstück. Sie drinnen, er draußen. Das ist die Kassettentoilette. Die wird jeden Morgen wird die entleert. Und damit da gar nicht erst groß unangenehme Gerüche aufkommen. Naja gut, es ist nicht so ganz prickelnd, aber letztendlich muss ja gemacht werden. Und machen wir jetzt zu, die Entlüftung ab. Stets gilt es, die Camperregeln zu beachten. Ja, also man sollte nicht unbedingt beim Nachbarn übers Grundstück gehen, Grundstück in Anführungsstrichen, weil man sollte das so ein bisschen respektieren. Manche sind auch sehr eigen. Chef Roberto und sein Platzwart sind schon wieder bei der Arbeit. Wir wollten diese Bäume ein bisschen schneiden, weil es ist ein bisschen schatten im Platz, wo Leute stehen mit Wohnmobil. Und dann kommt mehr Sonne und ist besser. Ja.
die Bäume müssen regelmäßig geschnitten werden, weil es geht darum, es geht nicht nur um die Sonne, es geht auch um den Fernsehempfang. Denn die Parabolantenne, ein Ast oder irgendwas, sind schon kein Programm mehr. Deswegen muss das immer regelmäßig gemacht werden. Sonst stellen sich die Leute nicht dahin. Weil wenn schlechtes Wetter ist, sitzen ja viele von morgens bis abends vor der Glotze. Das ist vollkommen normal. Auch Georg freut sich, dass ausgelichtet wird. Aber er macht das gut. Der Roberto kann das. Hier liegt der Schöpfer selber an. Abwechslung, das finden hier alle gut. Wichtig für die Antennen sowieso und vor allen Dingen die Sonne ist schon sehr tief für die Solaranlage, damit noch ein bisschen Strom reinkommt. Ne? Das ist also auch das A und O. Für Roberto ist Dieter unverzichtbar, denn der weiß, was seine Landsleute aus dem Norden glücklich macht. Warte, Robi. Dieses Echo. Die deutschen Kunden wollen immer alles in Ordnung sein, alles schön putzen. Nicht wie Italiener, aber sind so immer regular, immer alles in Ordnung muss sein. Es wird Abend auf Onda Azzurra. Die meisten sitzen vor ihrem Fernseher. Doch einige wollen heute noch was erleben. Die Winklers gehen mit ihren Nachbarn zu Uschi. Alleinunterhalterin und genau wie sie Stammgast unter den Überwinterern. Einmal im Monat spielt sie zum Tanz auf. Du brauchst das Gefühl, frei zu sein. Deutsche Schlager zu Pizza und Vino. Für die Winklers und die meisten anderen die perfekte Mischung aus Heimat und Fremde. Doch es war total Liebe pur. Doch wäre es für die Überwinterer nicht allmählich an der Zeit, Italienisch zu lernen? Wir wollen noch mal lernen, aber die Lehrgänge... Ja. Stimmt überhaupt nicht. Sie. Ich. Aber ich habe eine gute Ausrede. Die Lehrgänge in der Volkshochschule sind immer im Winter. Und da sind wir nicht zu Hause. Der Himmel war besetzt. So gut wie niemand aus der Gruppe spricht Italienisch. Sie kommen schließlich vor allem wegen der Gemeinschaft untereinander. Wenn es uns gut geht, dass wir auch in Zukunft hier runterkommen werden. Glaube schon, ja. Im Winter es ist es einfach angenehmer als zu Hause. Ich könnte auch ganz hier unten leben, ohne weiteres. Dann lern also, bitte schön Italienisch. Das mache ich dann hier unten. Ja. Hast mich tausendmal belohnt. Du hast mich tausendmal. Ich bin mit dir. Egal, ob nur für den Winter oder fürs ganze Jahr, Onda Azzurra ist für die Camper ein Stück Heimat geworden. Ein Stück Deutschland mitten in Italien. Hab so oft mit dir gelacht. Ich würde wieder tun mit dir. Heute Nacht.